Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute 60 Parsecs, das ist der Nachfolger zu 60 Seconds. 60 Seconds war ein Bunkerspiel, so leicht Text-Adventure-mäßig, wo man Entscheidungen treffen musste, um zu überleben. Auch hier wird es so ablaufen. Allerdings sind wir hier auf einer Raumstation und wenn dann die Atombomben losgehen, wird unsere Kapsel von der Raumstation gesprengt und wir werden ins All katapultiert und müssen im All überleben. Es gibt so kleine Änderungen. Ich glaube, es gibt hier kein Wasser. Ich habe gerade nämlich schon ein Probespiel gemacht. Wir haben hier Essen, eine Handpuppe und Medizin. Zudem gibt es jetzt auch einen Hauptcharakter, den man wählen kann, den Captain. Und ja, es wirkt alles so ein bisschen mehr durchdacht. Ich bin ja ein unglaublicher Fan des Weltraums, deswegen passt das eigentlich perfekt zu mir, dieses Spiel. Ich freue mich schon richtig drauf. Wir müssen selber erstmal lernen, wie man hier klarkommt. Wir müssen halt im Weltraum überleben. Wir werden irgendwann auf einem Planeten landen und auf diesem Planeten überleben müssen. Und wir werden am Anfang auf jeden Fall nicht weit kommen, weil wir kennen das Spiel ja auch nicht. So, es gibt verschiedene Charaktere, die wir nehmen können. Wie das Ganze wirklich gleich abläuft mit diesem Text-Adventure, das werdet ihr gleich alles erfahren, wenn wir gleich im Spiel sind. Es gibt hier die Weltraumübung, die werden wir jetzt aber nicht machen, weil ich bin Profi, Freunde, ich bin Profi. So, Voyager ist wahrscheinlich das Normale und Überleben ist, dass man höchstwahrscheinlich bereits alles hat. Nehme ich an. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir hier die verschiedenen Charaktere. Die Charaktere haben von Anfang an schon ausgeschriebene Werte, Attribute. Das heißt, zum Beispiel der Emil Ellis ist sehr intelligent, etwas beweglich und hat kaum Stärke. Und dann gibt es halt verschiedene Charaktere. Jeweils seht ihr, die hat eine Stärke, der hat keine Stärke, aber ist dafür sehr intelligent. Man muss also im Vorfeld entscheiden, wen man in seiner Crew aufnimmt. Das Aufnehmen ist nicht so einfach. Unser Raumschiff ist von Anfang an leer. Wir müssen erstmal selbst gleich alles einsammeln. Das heißt, die ersten 60 Sekunden des Spiels sind sehr, sehr stressig. Man läuft halt im Raumschiff rum und sammelt alles Mögliche ein, was man braucht für sein Abenteuer. Und dann geht es erst in dieses Chillige. Also ich mag ehrlich gesagt diese 60 Sekunden, die Anfang 60 Sekunden mag ich überhaupt gar nicht, weil die so stressig sind. Und dann geht's halt wirklich ins Chillige, ein bisschen lesen, Entscheidungen treffen. Und wir können jetzt vorab halt schon mal angucken, was für Leute es gibt und welche wir in Erwägung ziehen mitzunehmen. Die muss man natürlich auch packen und dann in die Fluchtkapsel werfen. Fangen wir erstmal mit Emmett Ellis an. Trotz seines brillanten Verstands wurde Emmett von seinesgleichen nie wertgeschätzt und stets missverstanden. Er sucht nach einer wissenschaftlichen Herausforderung und möchte nicht länger Chemielehrer sein. Also hat er sich in das Astrobüro, Bürgerprogramm eingeschrieben und zwar in der Hoffnung, hier endlich den verdienten Respekt zu erhalten. Trifft 5 erfolgreiche Intelligenzentscheidungen. Okay, man muss mit ihm halt Intelligenzentscheidungen treffen, aber ich weiß nicht, was diese Ziele bringen. Vielleicht ist er dann glücklich oder mutiert oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hier passiert auf jeden Fall sehr viele witzige Sachen. Je nachdem, wie man sich entscheidet, kann das schon mal gut sein, dass ein Crewmitglied mutiert, stirbt oder was auch immer. Also es ist schon ein Survival-Simulator, würde ich sagen. Naja, das so viel zu Emmett Ellis. Er ist sehr intelligent, das heißt, ich würde gleich schon behaupten, er ist eigentlich immer ein Muss mitzunehmen. So, einen Charakter können wir davon aussuchen am Anfang und der ist hundertprozentig dabei. Eine als Kind begabte Sportlehrerin, die D.D. Dawkins, deren vielversprechende Karriere mit einer Verletzung vorzeitig endete. Als Erwachsene fällt es ihr schwer, sich neu zu erfinden, denn die Wirklichkeit entspricht nicht ihren Vorstellungen. Sie wird Teil des Astrobürgerprogramms und hofft, endlich ein Champion zu werden, so wie es für sie vorbestimmt war. Ziel des Captains: trifft 7 Erfolge Attributentscheidungen. Attributentscheidung, also keine. Die hat also keine festen Attribute, auf die sie sich festlegt. Ja gut, sie ist verdammt schnell. Sie ist nicht sehr intelligent. Aber wenn sie so schnell ist, dann sollte man mit ihr doch anfangen, oder? Weil sie rennt ja ziemlich fix. Müssen wir gucken, müssen wir gucken.
Also, wir haben es hier also mit normalen Bürgern zu tun. Sie sieht halt aus wie so eine Standardhausfrau, die ein bisschen frustriert ist und sich dachte, hey, lass mich mal an den All schicken. Vielleicht läuft es da besser. Baby Bronco. Baby ist ein erwachsener, aber einfältiger Mann. Schon in jungen Jahren waren seine außergewöhnlichen physische Kraft und seine Körperbau seine größte Stärke. Dadurch wurde Baby durch seine gaunerhaften Eltern manipuliert und selbst ein Verbrecher. Das Astro-Bürger-Programm ist buchstäblich sein letzter Ausweg und eine zweite Chance. Freunde dich mit mindestens drei Besatzungsmitgliedern an. Oh Gott. Aber warum hat er so ein Sternchen? Bei Stärke. Er ist total doof, er ist kaum beweglich, aber er hat ordentlich Stärke anscheinend. Ich nehme an, dass es maximale Stärke ist. Ich habe keine Ahnung. Megan Mann. Megan hat ihr ganzes Leben damit verbracht, sich um die familiengeführte Wäscherei und ihren eigenen vollen Haushalt zu kümmern. Nachdem sie in Rente gegangen und den Laden ihren Kindern vermacht hat, sehnt sie sich nach neuen Herausforderungen. Sie erwartet nicht viel von diesem bekloppten Astroburger-Programm, aber vielleicht hält das Leben Überraschungen für sie bereit. Ziel des Captains: Überlebe 30 Tage mit voller Besatzung. Okay, sie ist also schon ein bisschen krasser drauf. Ich glaube, das ist der Schwierigkeitsgrad, oder? Dass wir quasi mit dem ersten am leichtesten fahren und dann wird es immer schwerer. Was haben wir hier? Tom Thompson. Jedermanns erster Eindruck von Tom Thompson ist der eines ausgezeichneten Majors, voller Tapferkeit, ein Mann, der alles gesehen hat. Mit seiner coolen Augenklappe und der herrlichen blonden Mähne hält Tom sich für den wahr gewordenen Traum aller Leute und die Personifikation des amerikanischen Helden. Leider stimmt nichts davon. Entsende 5 erfolgreiche Expeditionen in eine fremde Welt. Ich würde sagen, wir fangen mit ihr an, weil sie schnell ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Mitnehmen möchte ich gerne auf jeden Fall den und den. Die sind jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, wir nehmen in der ersten Runde einfach mal Emmett Ellis mit. Der hat nämlich die Intelligenz, ne? Und der hat die Stärke. Und sie hat die Beweglichkeit. Und die anderen sind einfach nur Kacke. Die sind halt Durchschnitt. Die haben jetzt keine Stärke. Es würde wahrscheinlich reichen, wenn die beiden zusammen auf Reise gehen. Und die drei. Okay. Wir haben also unsere Entscheidung getroffen. Wir nehmen mal Didi Dawkins und dann werdet ihr gleich sehen, wie die ersten 60 Sekunden des Spiels ablaufen. Das wird echt stressig. Wir müssen halt alles einsammeln, was wir brauchen. Ich weiß nicht, was wir brauchen. Ich weiß nur, dass wir es brauchen. Also wir brauchen eigentlich alles. Oh Gott. Ich habe gerade nur eine kleine Testaufnahme gemacht wegen Audio und so. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nichts. Außer, dass ich hier rumlaufen muss. Wir haben jetzt erstmal ein paar Sekunden Zeit, um uns darauf vorzubereiten, schon mal Kleinigkeiten einzusammeln. Und ich fange an mit dem Essen. So, und jetzt geht's los. Das sind die ersten 60 Sekunden. Ich möchte gerne die Leute mitnehmen, die ich brauche. Aber dafür muss man sie erstmal finden. Dich will ich nicht mitnehmen. Ach Gott. Rennen wir mal kurz hier hin. Da, eine Schaufel. Wozu brauche ich eine Schaufel im Weltall? Oh je. Okay, die ersten 15 Sekunden sind schon mal voll für den Arsch. Ein bisschen Essen habe ich schon mal mitgenommen. Medizin nehmen wir noch mal mit. Wo sind die Leute denn? Hallo, Tür! Wo sind denn die Leute? Oh Gott. Oh nein. Ich finde die Leute nicht. Also einen muss ich mindestens mitnehmen, sonst werde ich bekloppt. Da ist er auch. Wie? Ach Gott, er ist zu fett, um ihn mitzunehmen. Oh mein Gott. Komm schon, einen muss ich mitnehmen. Okay. Okay. Nein. Okay, wir haben die Intelligenz und die Schnelligkeit. Ich habe die Stärke nicht mitgenommen. Für die Stärke brauche ich drei Winterplätze. Ihr habt gesehen, unten waren vier Hände. Das heißt, je nachdem, wie groß das Objekt ist, müssen wir halt mehr Hände verschwenden. Und der große Junge, der hat drei Hände gebraucht. Ich hatte aber nur zwei frei. Nein, sind wir jetzt zu zweit. Also gut, erste Runde startet. Wir sind zu zweit. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Tag 1. So, jetzt beginnt nämlich das Chillige. Wir haben ordentlich Essen dabei. 9 Suppen. Wir haben eine Sockenpuppe dabei. Wir haben die Maske dabei. Wir haben ein
Traumanzug Stufe 1? Stufen? Du hast keine Stufe, du hast auch keine Stufe. Stufe 1, was bringen die Stufen? Status. Erstellung. System deaktiviert, kehre später zurück. Schönen Tag noch. Ups. Okay, was haben wir hier? Grüße, dein Astro-Computer-Assistent meldet sich zum Dienst. Du musst wohl Dede sein, was? Ich freue mich, verkünden zu dürfen, dass du aufgrund deiner Taten bei der Evakuierung absolut perfekt dafür geeignet bist, Captain deines Schiffes zu werden. Willkommen an Bord, Fluchtshuttle, Captain. Im Namen des Astro-Bürger-Programms bitte ich, die belanglosen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen, denn du wirst jetzt 60 Parsecs weit von der Erde wegkatapultiert. Aktuelles Ziel, finde einen sicheren Ort zum Landen und kontaktiere die Außenwelt. Bitte aktiviere den Hauptcomputer, um weitere Anweisungen zu erhalten. Er befindet sich in der Mitte des Shuttles, folge der Richtlinie zur Rationierung und versorge dein Besatzungsmitglied. Du übernimmst ab hier, Captain. Okay, wir schauen uns erstmal um. Wir haben eine Waffe dabei. Das ist schon mal gut. Das hier ist Tagesende. Okay, hier kann ich den Tag beenden. Da, das meine ich. Ration, das wissen wir alle, ne? Die Puppe. Ich weiß nicht, was diese Puppe darstellen soll. Ich habe hier zwar eine Puppe, aber ich weiß nicht, was das soll. Vielleicht, wenn sie wahnsinnig werden, dass sie mit der Puppe spielen. Ich meine, die ist ja auch da eingesperrt, wie so ein Notfall. Emmett Ellis. Koffeinschub. Hier werden also auch die Status angezeigt, ne, wenn sie hungrig sind oder so. Was bringt so ein Koffeinschub? Gibt so viel zu lernen. System ist gerade gesperrt. Captain, da du eben erst das Kommando übernommen hast, muss laut Protokoll eine Rede gehalten werden, und zwar eine gute. Ach, vergiss das. Eine fantastische. Dein Astrobürger verlässt sich darauf, dass du die richtige Entscheidung treffen wirst und auf deine großartige Rede. Es wird ernst. Jetzt kannst du zeigen, welche Art Captain du auf dieser unglaublichen Reise sein wirst. Was für eine Rede wirst du halten? Naja, ich meine, da ich auf Schnelligkeit spezialisiert bin. Ich hoffe, das ist richtig. Und ich würde sagen, damit beenden wir den ersten Tag. Oh Gott. Das fängt ja gut an. Tag 2. Eine Abhandlung über das Überleben gegen alle Widrigkeiten wäre ein tolles Thema für eine Rede gewesen. Stattdessen hast du aber darüber gesprochen, dass eine dicke Kartoffelsuppe mit Mais der ewigen Tomatensuppe weitaus überlegen wäre. Und dann hast du noch ein paar andere ähnlich exzellente Probleme erwähnt. Dein Mitüberlebenden hat deine Rede wenig überzeugt. Sicher haben deine Worte einen Eindruck hinterlassen. Wahrscheinlich aber nicht den du dir gewünscht hast. Captain, das Herstellungsmodul im hinteren Teil der Kabine wurde aktiviert, genau wie in der Broschüre für Astrobürger. Diese hochmoderne Technologie lässt dich auch aus fast nichts etwas Neues erschaffen. Du brauchst nur ein paar Materialien, Chemikalien oder Energie. Mit der Maschine kannst du Vorräte herstellen, recyceln und reparieren. Außerdem kannst du Gegenstände und Shuttle-Systeme verbessern. Das ist das hier, ja. Okay, wir haben 20 Energie dabei. Das waren die riesen Koffer, die wir wahrscheinlich mitgenommen haben. Wir können die Sachen recyceln, um Sachen zu bekommen. Dafür würde ich jetzt zum Beispiel für die Rüstung würde ich 10 Chemikalien bekommen. Hier würde ich auch 10 Chemikalien bekommen. Da auch. Für die Puppe würde ich Mineralien bekommen. Erste Hilfkasten auch Mineralien. Maske. Und ich könnte sogar Suppe zu Mineralien machen. Das ist cool. Die Suppe zu Mineralien ist cool. Verbessern. Nur was würde es bringen, irgendwas zu verbessern? Ich meine, wir haben die Energie. Ich verbessere einfach mal die Rüstung. Nun, das kam unerwartet. Captain, wir haben Käse in unseren Vorratslager gefunden. Zumindest glaube ich, dass es Käse ist. Ich habe keine Ahnung, wie er dahin gekommen ist. Hat ihn jemand an Bord geschmuggelt? Ist das Schiff von außerirdischen Schimmel befallen? Waren es die Franzosen? Verzweifelte Situation erfordert verzweifelte Maßnahmen, Captain. Wir wissen nicht, wo dieser mysteriöse Käse herkommt. Willst du ihn trotzdem essen? Und um solche Entscheidungen wird es im Endeffekt treffen, gehen. Wir haben eigentlich mehr als genug Essen. Sagen wir es so. Ich muss nichts riskieren. Es könnte sein, dass wenn ich den Käse jetzt esse, ich krank werde oder mutiere oder irgendwas. Und ich habe bereits eine wirklich schlechte Rede gehalten.
Was ich eigentlich gar nicht verstehe. Weil ich meine, es ging um Schnelligkeit und ich habe mein Attribut Schnelligkeit gewählt. Ich weiß nicht, wie ich da vorgehen muss. Oder soll ich die Rede je nachdem halten, was für Teammitglieder ich habe? Weil ich habe jetzt eine Intelligenzbestie. Vielleicht hätte ich eine intelligente Rede halten sollen. Wobei ich auch nicht wirklich intelligent bin. Wir verzichten auf den Käse. Ich brauche den nicht. Ich brauche den nicht. Ich will hier nichts riskieren. Ich will die erste Session will ich richtig gut durchkriegen. Errungenschaft freigeschaltet, Bastler. Weil wir was gebaut haben. Du hast den Käse nicht gegessen, war vermutlich eine weise Entscheidung. Denn eine chemische Analyse brachte später ans Licht, dass es sich dabei um ein ungenießbares Stück Seife handelte. Vermutlich bietet sich hier irgendein Scherz über schmutzige Witze und Mundhygiene an, für den ich nicht genug von den Konventionen menschlichen Humors verstehe. Verbesserung abgeschlossen. Neuer Gegenstand verfügbar, verstärkte Rüstung. Ah, guck mal, man sieht sogar die Veränderung. Das ist cool. Kann ich die noch weiter verbessern? Nein. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung. Wir machen nochmal hier die Waffe. Ich denke, so Waffe und Rüstung, wenn da irgendwas kommt, die knallen wir weg. Captain, bisher habe ich im Shuttle für künstliche Schwerkraft gesorgt, aber ich muss mich vergewissern, wie gut du und Emmett in einem Umfeld ohne Schwerkraft, wo ihr also gewichtslos seid, zurechtkommt. Der Vorteil dieser Gewichtslosigkeit ist, dass ihr alles überall aufbewahren könnt. Der Nachteil ist, dass es schwerer wird, sich zu bewegen. Übung macht den Meister, aber wenn mehrere Personen gleichzeitig an Schwerelosigkeit teilnehmen, wird es chaotisch. Wen wollen wir testen? Naja, also ich nehme an, so ein Schwerelosigkeitstest hat nichts mit Intelligenz zu tun. Da meine Stärke ja Beweglichkeit ist, würde ich sagen Beweglichkeit, weil es geht ja darum, sich in der Schwerelosigkeit zu bewegen, ne? Wobei den Captain auszuwählen ist immer grenzwertig. Hoffen wir mal, dass das eine gute Entscheidung war. Also es gibt hier auf jeden Fall nichts mehr zu trinken, sondern nur noch Essen. Puppe und Medizin, was auch immer diese Puppe bringen soll. Du hast den Schwerelosigkeitstest mit Bravour bestanden. Ich habe die Rotation des Shuttles deaktiviert. Dann bist du aus deinem Sitz geschwebt und wie ein olympischer Schwimmer durch die Luft geflogen. Du hast nicht mal etwas kaputt gemacht. Ah, hätten wir Emmett geschickt, der überhaupt nicht beweglich ist, der wäre irgendwo gegengeknallt und hätte es kaputt gemacht. Wer weiß, was er kaputt gemacht hätte. Die Daten, die ich sammeln konnte, werden in Zukunft extrem nützlich sein. Verbesserung abgeschlossen. Neuer Gegenstand verfügbar. Futuristische Waffe. Ja, guckt euch an. Richtig schöne Laserwaffe. Oh. Ziel des Captains. Triffe 7 erfolgreiche Attributentscheidungen. Aktuelle Ziele. Finde einen geeigneten Planeten. Hier haben wir nochmal unsere Besatzung. Stärke schwächlich. Brillant. Geschmeidig. Wendig. Passabel. Passabel. Also ganz unbeweglich ist er nicht anscheinend. Sockenpuppen verwendet, Erste-Hilfe-Gästen verwendet, Suppen verzehrt. Erfolgreiche Expedition, Orte entdeckt, Gegenstände aus Expedition, Herstellung. Ah, hier haben wir so kleine Statistiken, okay. Dich scheint etwas zu bedrücken, Captain. Ich habe bemerkt, dass du immer wieder aus dem Fenster in die unendliche Leere starrst. Warum? Hast du etwas verloren? Verstehe, du denkst an die Erde. Ich muss zugeben, sie war schon toll. Also vor dem nuklearen Grillfest. Ich kann mich für eine Weile abschalten, Captain. Möchtest du einen Moment für dich alleine sein? Artefakt. Okay, irgend so ein Kuh-Artefakt könnten wir hier opfern. Haben wir aber nicht. Schade. Das kommt natürlich auch vor, dass man Dinge nicht hat, um etwas zu schaffen, was wir sonst. Vielleicht hätten wir irgendeinen Bonus oder so bekommen oder uns würde es richtig gut gehen oder wir hätten einen Schatz gefunden oder irgendwie sowas. Oh, das sieht nicht gut aus. Genau, Captain. Friss deine Gefühle in dich hinein und entwickle ungesunde Bewältigungsstrategien. Das sollte dich am Leben erhalten. Warum allein schmollen, wenn du alle trostlosen Gedanken mit deinen Besatzungsmitgliedern teilen kannst? Ist Meckern nicht eine der Lieblingsbeschäftigungen der Menschen? Erlaube mir ganz offen zu sein, Captain. Du hast komplett den Verstand verloren. Du bist hungrig.
Ich muss leider mitteilen, dass Emmett den Verstand verloren hat. Er ist wahnsinnig geworden. Emmett hat Hunger. Fünfter Tag und beide haben den Verstand verloren. Geil. Wahnsinnig und hungrig. Ich glaube, wir brauchen die Puppe, ne? Okay. Kacke. Was ist los, Mr. Flauschig? Kommt da hier an und fasst mich erstmal an. Das ist echt scheiße Sockenpuppe da. Handbuch. Ich habe nichts zu berichten, Captain. Meine Empfehlung wäre, Captain... meine Empfehlung wäre... Captain, würde es dir etwas ausmachen, beim Gähnen deine Hand vor den Mund zu halten? Ich dachte, du hättest heute Nacht gut geschlafen. Moment mal, könnte das hier... Langeweile sein? Ja, ich habe gehört, dass ihr Menschen in eurem Leben Begeisterung benötigt, um richtig zu funktionieren. Wie eigenartig. Captain, du sitzt in einem hochmodernen Weltraumshuttle und treibst durch die Tiefen des Kosmos, der voll Wunder und Geheimnisse steckt. Kannst du nicht wenigstens so tun, als würdest du dich amüsieren? Gut, nehmen wir die Puppe. Na gut, da wir jetzt hungrig sind, wir haben jetzt vier Tage eigentlich, ne? Weil Tag 1 gehört ja nicht dazu. Vier Tage überlebt ohne Essen. Ich kann... Oh Gott, weil wir die Puppe gerade benutzen. Ich habe das Gefühl, das wird eine sehr kurze Expedition. Tag 6. Gestern begann der Tag ziemlich schleppend und langweilig. Oh nein, ich habe die Puppe verloren. Aber mit einem Puppentheater konntest du ihm eine Wendung zum Positiven geben. Die einzige Puppe, die du hattest, war die Socke. Also war es mehr ein Monodrama. Es war immer noch ein sehr beeindruckendes Spektakel, wahrscheinlich das Beste in diesem Abschnitt der Galaxie. Darauf bist du jetzt stolz, nicht wahr? Oh Gott. Die Show war sogar derartig intensiv, dass die Socke nun unbrauchbar ist. Bloß ein weiteres Opfer im Namen der Kunst. Du bist immer noch wahnsinnig. Emmett ist offenbar immer noch wahnsinnig. Wieso? So ist der kaputt? Ist das schlimm, dass mein Hauptcomputer kaputt ist? Captain, es scheint da einen Fehler. Ich bin kaputt. Bitte reparier mich. Systemfehler. Keine Ahnung, was könnte das bedeuten? Richtig? Richtig? Nee, ich habe keine Ahnung, was das hier bedeuten soll. Handeln wird sofort. Bitte, Captain, tu etwas. Tu etwas. Ich weiß nicht, wie lange ich noch funktionstüchtig bin. Beeil dich. Wieso muss ich denn jetzt was tun? Ich habe doch Emmett extra mitgenommen, um sowas zu machen. Hacke. Nutzen wir meine Intelligenz. Ne, ich habe jetzt die Puppe nicht mehr dabei. Ja. Ich hätte wenigstens einen heilen können. Aber es ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gewesen, dass wir gleichzeitig diese Langeweile hatten und verrückt wurden. Ja, hallo, Captain. Ich freue mich zu melden, dass der Fehler behoben wurde. Ich wünschte nur, du wärst das etwas intelligenter angegangen. Ohne Sinn und Verstand jeden Knopf zu drücken, war wirklich nicht die beste Methode. Es tut mir leid, dass ich euch beiden einen Stromschlag verpasst habe. Ihr habt unfreiwillig das Anti-Übernahme-Programm aktiviert, als ihr versucht habt, mich zu reparieren. Ihr hättet vorsichtiger sein sollen, Captain. Anti-Übernahme-Programm? Oh Gott. Was ist denn hier jetzt los? Ah. Captain, deine Aufmerksamkeit wird hier benötigt. Das ist ganz und gar nicht normal. Wir registrieren unbekannte Signale. Ich kann nicht identifizieren, wer sie sendet oder was sie beinhalten. Es könnte eine Störung durch eine Sonneneruption sein. Oder viel schlimmer noch, eine neue Art der Sowjets, ihr Signal zu verschlüsseln. Wir müssen diese Signale so schnell wie möglich entschlüsseln. Nach allem, was wir wissen, könnte unser Überleben davon abhängen. Wer soll die Signale überwachen? Herr Emmett natürlich. Der ist doch die Intelligenzbestie. Auch wenn er verrückt ist. Also im früheren Spiel war das, glaube ich, alle vier Tage brauchten sie Essen. Das heißt, wir brauchen ab Tag 9 wieder Essen, ne? Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich habe ein Signal gehört.
Tag 8. Ah, der Computer ist wieder normal. Captain, das musst du dir ansehen. Ich bin wirklich nicht schnell aus der Ruhe zu bringen. Aber das ist einer der größten Momente für die Menschheit und die von Menschen geschaffene KI. Wir sind nicht allein im Universum. Wir konnten endlich die Signale entschlüsseln, die wir empfangen haben. Sie stammen von Aliens, also von anderen Lebensformen. Und nein, damit meine ich nicht die Kommis. So etwas haben wir noch nie zuvor gesehen. Anscheinend gibt es einige intelligente Zivilisationen in dieser Galaxis. Die Signale kommen von überall. Wir können mit Sicherheit sagen, dass wir früher oder später auf einige von ihnen treffen werden. Unser oder insbesondere dein Leben wird sich für immer verändern, Captain. Emmett hat fantastische Arbeit geleistet. Er konnte ein paar der elektromagnetischen Interferenzen zu einer Art Potenzzelle Ladepunkt auf unserer Flugbahn zurückverfolgen. Unsere voraussichtliche Dauer bis zur Ankunft auf den Himmelskörper, was immer er auch sein mag, beträgt T-5 Tage. Du wirst immer noch etwas verstört, Ma'am. Emmett ist weiterhin wahnsinnig. Okay, ich bin nur noch verstört, ja? Emmett ist aber wahnsinnig. Captain, geht es dir gut? Diese seltsamen Flecken auf deinem Arm sind ein wenig beunruhigend. Siehst du sie? Bitte warte, während ich die medizinische Datenbank durchsuche. Suche läuft. Bedauerlicherweise konnte ich dein Problem nicht ermitteln. Ich fürchte, du musst es selbst diagnostizieren. Das sollte nicht allzu schwer sein. Ärzte werden überbewertet. Kannst du das, Captain? Ich habe kein Handbuch. Oh Gott. Okay, wir haben 5 Tage. In 5 Tagen müssen wir ankommen. Wir müssen nur noch 5 Tage überleben. Da sind wir zumindest auf einem Planeten angekommen. Man muss immer zwischen den Tagen auf die Geräusche achten. Oh Gott. Und was ist mit ihm? Oh, was ist denn hier schon wieder los? Gestern sind auf deinem Körper seltsame Flecken aufgetaucht. Du hast nichts dagegen unternommen und die Situation hat sich verschlimmert. Du hast versucht, dich selbst zu diagnostizieren, aber du bist eindeutig nicht qualifiziert genug. Nein, Captain, zum letzten Mal, es ist kein Lupus. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Krankheit weiterentwickelt, aber deine Gesundheit ist bereits stark angegriffen. Du musst auf dich aufpassen, Captain. Planet oder nicht, worauf auch immer wir zusteuern, es kommt näher, geschätzt. Ankunft T-4. Du kränkelst, Captain. Du siehst schwach aus. Du bist jetzt krank, Captain. Emmett ist am Verhungern. Er sollte auf jeden Fall was essen. Wahnsinnig hungrig, schwach, krank. Wahnsinnig am Verhungern. Also du kommst noch ein bisschen klar, ja? Ich sehe schon. Aber du kriegst hier einen Verbandskasten. Interessante Neuigkeiten, Captain. Hinter einer der Wandplatten scheint sich ein Hohlraum zu befinden. Vielleicht ein versteckter Raum? Ein geheimes Lager? Es wäre eine Überprüfung wert. Wie willst du herausfinden, was sich hinter der Platte verbirgt? Mit Beweglichkeit. Ich habe nur noch 2 Beweglichkeit. Ach klar. Oh nein, weil ich am Schwänkeln bin. Na gut. Aber trotzdem, 2 Schnelligkeit ist, glaube ich, gut genug, um da irgendwas rauszuholen. Tag 10. Gestern habe ich dich auf einen versteckten Raum hinter einer Wandplatte aufmerksam gemacht. Du hast dein Bestes gegeben, um hineinzukommen, hattest aber keinen Erfolg. Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was sich auf der anderen Seite befindet. Meine Berechnungen belegen, dass die Wahrscheinlichkeit auf einen Schatz wie eine gigantische Suppendose nur 1% beträgt. Mit anderen Worten, definitiv nicht der Mühe wert. Unsere Navigationsdaten bestätigen, dass wir uns noch immer auf der Flugbahn zum möglichen Landeplatz befinden, geschätzte Ankunft T-3. Emmett ist weiterhin wahnsinnig. Du konntest dich wohl wieder zusammenflicken, du bist nicht mehr schwach. Du bist nicht länger krank, Emmett hat Hunger. Wie lange überlebe ich denn ohne Essen? Krass. Weißt du, und jetzt bin ich nicht mehr am Schwächeln, das ist so unfair, das Spiel. Ach Gott. Ich nehme das nächste Mal einen neutralen Captain, ganz ehrlich. Captain, wir werden bald an einem unidentifizierten schwebenden Objekt vorbeikommen. Wir sollten bald ein Bild davon sehen können. Da ist es auch schon. Nein, das ist nur ein Schmutzfleck auf dem Bildschirm. Es geht um den anderen kaum erkennbaren Punkt. Ja, genau den.
Das ist ein Asteroid von faszinierender Beschaffenheit. Wenn wir ein Stück davon abbrechen könnten, würde uns das sicher gute Dienste erweisen. Er strahlt außerdem Energie aus. Wir könnten mithilfe der Wissenschaft etwas davon abzwacken, anstatt mit Gewalt zu Werke zu gehen. Ich bin aber nicht wirklich sehr intelligent. Wir versuchen es mit Gewalt. Ich habe echt den falschen Captain. Also was kann man halt nicht wissen, ne? Was ist los, Katzi? Er hat einmal an der Tür geklingelt, ne? Und dann dreht die Katze durch. Ja, ich weiß. Du hast dir den Raumanzug angezogen und dich zum Asteroiden bewegt, um höchstpersönlich etwas von den Kristallgebilden abzubrechen. Du musstest nur ein paar Mal zuschlagen, um ein großes Stück abzutrennen. Das Glühen des Kristalls verging, bevor du ihn an Bord bringen konntest. Keine Sorge, wir können ihn immer noch als Rohmaterial verwenden. Schade, dass wir nicht noch mehr davon einsammeln konnten. Plus 20 Material. Wir befinden uns noch immer im Anflug auf dem möglichen Landeplatz, geschätzte Ankunft T-2. Du bist immer noch nicht wieder bei Verstand, Captain. Du bist am Verhungern, Captain. Du solltest auf jeden Fall was essen. Okay. Bevor ich das vergesse, Essen für den Captain. Wir haben noch 6 Suppendosen. Und wir können Sachen herstellen. Klebeband, Kommunikator, Artefakt. Gut, das mit Artefakt hat sich, glaube ich, erledigt. Wir machen mal einen Kommunikator fertig. Und wahnsinnig. Diese Wahnsinnigkeit, ne? Das macht mich wahnsinnig. Ah, ich habe ein gewaltiges, zylinderförmiges Objekt unweit von unserer Position entdeckt. Es ist von außerirdischer Herkunft. Ich spüre kein Lebenszeichen, aber es könnte noch Vorräte dort sein. Wie wirst du das zerstörte Schiff plündern? Wieso habe ich denn nur einen? Oder ist das die ganze Crew? Hä? Ich muss doch voll viel Beweglichkeit haben. Oder nicht? Das finde ich jetzt ein bisschen verstörend. Wo war das jetzt? Wo konnte ich die Leute angucken? Ich glaube, das war hier, ne? Nein, auch nicht. Hier? Ja. Wendig, dumm, schwächlich. Das passt sich also immer an. Je nachdem, wie unsere Situation ist. Ach du Scheiße. Ja, probieren wir es mit Schnelligkeit. Ich freue mich, wenn wir auf dem Planeten sind. Keine zwei linken Hände. Die haben irgendwas geschafft. Ich habe nämlich einen Erfolgsstart. Er ist tot. Er ist tot. Auf unserer Suche nach Vorräten habt ihr das verlassene Alienschiff erkundet. Emmett kam zur Unterstützung mit, aber als ihr beide fast in einer warmen, klebrigen Pfütze ausgerutscht wärt, seid ihr lieber abgehauen. Du hast dir im verlassenen Schiff etwas eingefangen. Weniger als eine Stunde nach deiner Rückkehr bist du an einer Parasiteninfektion erkrankt. Unser Kurs ist unverändert, schon bald kommen wir an dem möglichen Landeplatz an. Geschätzte Ankunft T-1. Captain, wie schon gesagt, habe ich das Herstellungssystem am Ende des Shuttles aktiviert. Im Moment sammeln die Maschinen nur Staub. Ja, haben wir doch gerade genutzt. Du hast immer noch diesen irren Blick im Auge. Herstellung abgeschlossen, neuer Gegenstand, Kommunikator. Scheiße, wir sind nur noch alleine. Captain, du hast deine Mundhygiene schon viel zu lange vernachlässigt. Ich sage dir jetzt, der fiese Zahn muss raus, bevor die Sache noch schlimmer wird. Aber keine Sorge, es tut nur ganz kurz weh. Und vielleicht darfst du dir zur Belohnung auch etwas aus der Spielzeugbox nehmen. Wie es das Protokoll vorsieht, wurden die nötigen Werkzeuge automatisch ausgegeben. Ein Stück Faden und eine Flasche. Narkotikum nehme ich an. Auf der Flasche ist das Astroburger-Logo und jemand hat Narkotikum. Kum, per Hand draufgeschrieben. Also hol tief Luft und zieh. Ich bin da vorne und feuere dich an. Wieso ist der gestorben? Er ist einfach gestorben. Wieso ist er einfach gestorben? Hä? Check's nicht.
Tag 13. Du bandst den Faden um deinen Zahn und das andere Ende an deinem Stuhl fest. Dann nahmst du eine heftige Prise von dem Betäubungsmittel und sprangst zurück. Als du den blutigen Zahn an dem Faden baumeln saß, taumeltest du ein paar Schritte zurück und fielst über irgendein Müll. Zum Glück hast du keine offenen Wunden davongetragen, aber du hast dir allen Anscheins nach einen Muskel gezehrt, was viel schwieriger zu behandeln ist als ein fauler Zahn. Ein Spielzeug hast du dir mit diesem Verhalten nicht verdient. Die sind nur für tapfere Captains. Weißt du was? Wir sind so gut wie tot, aber ich möchte gerne testen, was passiert, wenn sie nicht mehr hungrig sind, ob sie dann besser sind. So, momentan sind wir nämlich geschmeidig. Wir sind jetzt so beweglich, wie er am Anfang war. Dumm und Stärke ist passabel. Ach du Scheiße. Captain, wach auf, wir nähern uns einer Art Himmelskörper. Er ähnelt einem Mond, aber ich glaube, dass es sich eigentlich um einen kleinen Planeten handelt. Ich führe einen schnellen Scan durch. 96, 98, 100%. Scan abgeschlossen. Ich hatte recht. Ein kleiner, felsiger Planet ohne organische Lebensformen. Aber dort unten herrscht reges Treiben. Merkwürdig. Meine Scanner können einige Höhlen und Felsformationen wahrnehmen. Captain, wenn du sicher auf diesem Planeten landen willst, dann wirst du dich um eine kleine Fehlfunktion in unserem Lenksystem kümmern müssen, da wir im Moment nicht einmal in der Lage sind, uns zu drehen. Oh, und du wirst das erledigen müssen, bevor wir an diesem Planeten vorbeigeschwebt sind. Beeil dich. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas mit der Waffe machen kann. Eigentlich bräuchte ich dieses Buch. Ich muss dieses Handbuch das nächste Mal mitnehmen. Wir nehmen das Feuerzeug. Was es auch immer bringt, Kabel durchzuschmoren. Ah, guck mal, wir können den Planeten sehen. Wir wollen wahrscheinlich auf dem Mond landen, oder? Vielleicht kriegen wir ja Besucher, die uns helfen, länger zu überleben. Das wäre echt schön. Weltraumkolonisierung. Ja! Wir sind gelandet. Robotofu. Tja, Freunde, wie es auf diesem Planeten weitergeht, das erfahren wir am Freitag, glaube ich, ne? Heute ist Mittwoch, ne? Ja, Freitag. Das erfahren wir am Freitag. Und falls ich gleich noch sterben werde, werde ich das auf jeden Fall kurz reinschneiden. Dann bringt das nämlich nichts, eine neue Folge anzufangen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.